Im 18. Jahrhundert erreicht eine neue Idee den Südwesten. Die Aufklärung. Viele Fürsten sind begeistert. So kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ist das nicht großartig? In Ludwigsburg testet ein Musiker, wie es der Herzog mit der Meinungsfreiheit hält. Wie weit darf Kritik gehen? Dieser Fürst legt seinen Untertanen die unerträglichsten Lasten auf. Und auch eine Frau äußert ihre unbequeme Meinung. Und die Hofhaltung, die muss bescheidener werden. Was Jahrhunderte galt, wird nun in Frage gestellt. Schloss Ludwigsburg, eine der größten barocken Schlossanlagen Deutschlands. Im 18. Jahrhundert gehörte der Hof zu den prächtigsten und luxuriösesten Europas. 18 Gebäude mit 452 Zimmern, zwei Kirchen, ein eigenes Theater und eine riesige Parkanlage. Auch heute noch sehr beeindruckend. Dieses Schloss repräsentierte damals den Anspruch des absolutistischen Herrschers. Der Staat bin ich. Gebaut hat Schloss Ludwigsburg der württembergische Herzog Eberhard Ludwig. Aber der wohl bekannteste Hausherr war Herzog Karl Eugen, denn er war der verschwenderischste von allen. Hier in der Ahnengalerie von Schloss Ludwigsburg hängen die Porträts aller Herrscher von Württemberg. Und da ist er, Herzog Karl Eugen. Der Herzog holt Handwerker, Wissenschaftler und Künstler nach Ludwigsburg. So auch einen jungen, vielversprechenden Musiker, Christian Friedrich Daniel Schubart. Der neue Organist. Sehr schön. Habe schon viel von euch gehört, Schubart. Wollt ihr uns nicht etwas vorspielen? Mit Vergnügen, eure Durchlaucht. Schubart kommt aus dem kleinen Dorf Obersontheim bei Schwäbisch Hall. Doch dort ist für den Freigeist wenig Platz. Er will hinaus, an einen Ort, wo Kunst, Kultur und ein freier Geist geschätzt werden. An einen glänzenden Hof wie Ludwigsburg. Herr Talentzilling, er könnte meinen Damen das Spielen beibringen. Was meint ihr? Nun, sein Instrument beherrscht er. Aber ich muss euch warnen, dieser Schubart neigt zum Spott. Ja, ja, hab ich schon gehört. Zill, damit seid ihr gemeint, Zilling. Zill, der Apokalyptikus, bewies mit einem tapferen Schluss, dass einstens mit den Frommen auch Tiere in den Himmel kommen. Ach, habt euch doch nicht so, Zilling. Das ist doch sehr amüsant. Eure Hoheit, er macht vor niemand Halt. Auch nicht vor euch. Nun, in diesem Fall wird ihm das Spotten schnell vergehen. Nur wenige Jahrzehnte zuvor, am Ende des 17. Jahrhunderts, gab es hier weder das Schloss noch die Stadt Ludwigsburg. An dieser Stelle waren nichts als Wald und ein Jagdgut. Damals residierte die herzogliche Familie noch im nahegelegenen Stuttgart, bis die Franzosen einmarschierten. Im Herbst 1688 überschreiten französische Truppen den Rhein. Der Sonnenkönig will sich die Kurpfalz und das Rheinland einverleiben. Der Pfälzer Erbfolgekrieg beginnt. Unzählige Städte, Dörfer, Burgen und Schlösser werden geplündert und in Schutt und Asche gelegt. Große Teile des Oberrheingebietes dem Erdboden gleichgemacht. Auch das Heidelberger Schloss wird damals zur Ruine. Dass es nicht wieder aufgebaut wurde, ist einem Trend der damaligen Zeit geschuldet. Die dunklen mittelalterlichen Gemäuer sind Vergangenheit. Jetzt wird für die Zukunft gebaut. Die Heidelberger Residenz zieht um in das neue Schloss nach Mannheim. Es ist damals eine der größten Schlossanlagen der Welt. Auch der Markgraf von Baden-Durlach baut neu. Aber nicht nur ein Schloss, sondern gleich eine ganze Stadt. Karlsruhe. Mit Straßen, die wie Sonnenstrahlen auf das Schloss zulaufen. Architektonisch orientieren sich die Fürsten an Versailles.
In Rastatt entsteht so eine imposante Barockresidenz. In Schwetzingen eine prachtvolle Schlossgartenanlage. In Saarbrücken wird großzügig umgebaut. Und auch in Koblenz will man nicht hintanstehen. Es ist ein fürstlicher Wettbewerb um das größte und schönste Schloss. Hier in Ludwigsburg hat Herzog Karl Eugen versucht, sie alle zu übertreffen. Herzlich willkommen im Versailles des Schwabenländle. Hallo, Frau Klier. Hallo, herzlich willkommen. Danke. Wollen wir gleich zu den Räumen? Gern. Die Kunsthistorikerin Linda Prier ist eine Kennerin des Ludwigsburger Schlosses und seiner Geschichte. Das ist er doch auch, Karl Eugen, oder? Ganz richtig, das ist unser Herzog Karl Eugen mit 16 Jahren zum Regierungsantritt. Und wir sehen hier, er hat noch sehr viel vor. Wie muss ich mir das vorstellen, als er hier in Saus und Braus gelebt hat? Also er hat ganz spektakuläre und prunkvolle Feste gefeiert, die ihn auch dazu gemacht haben, dass man sagte, er lebt hier im glänzendsten Hof Europas. Er hatte mehrwöchige Festivitäten hier laufen. Am Dienstag und Freitag gab es hier die Oper. Montags und Donnerstag hat er hier Kostümbälle veranstaltet. Zweimal in der Woche durfte Ballett aber auch nicht fehlen. Und dann ging man auch tatsächlich noch hinaus zu den Jagdschlössern in der Umgebung und hat dort mehrere Tage gejagt. Das heißt, Geld spielte wirklich keine Rolle. Einem Absolutisten im 18. Jahrhundert standen Unsummen zur Verfügung. Dennoch verschuldeten sich viele in ihrer grenzenlosen Leidenschaft für teuerstes Mobiliar, für kostbare Kunstwerke und aufwendige Schlossbauten. Dürfen wir hier mal reinschauen? Ja, gerne. Was sind denn hier die Räume der Bediensteten? Genau, jetzt sind wir hinter den Kulissen angekommen. Insgesamt auf 5 Stockwerke. Hier im hinteren Teil des Schlosses sind die Decken niedrig. So ist Platz für gleich 5 Stockwerke, 2 mehr als auf der Vorderseite des Schlosses. Im 18. Jahrhundert lebten hier, dicht gedrängt, die unzähligen Bediensteten des Herzogs. Wie sah denn der Alltag in diesen Räumen aus? Der Alltag war von sehr harter Arbeit geprägt. Also allein in diesem Aufenthaltszimmer waren bis zu 20 Bedienstete, die teilweise gewartet haben, dass die Glocke des Herrschers läutete, sodass sie dann auf ihren Weg dahin gingen. Genauso sah es auch in den Schlafbereichen aus. Bis auf circa 12 Betten kamen 20 Bedienstete. Man musste sich also in diesen Betten auch irgendwie zurechtfinden und sich auch beim Schlafen organisieren. Wenn wir hinausblicken, dann sehen wir auch einen Heizungsschacht. Von diesem aus wurden die Öfen auf der repräsentativen Seite befeuert. Das heißt also, hier fand sozusagen die schmutzige, russige Seite statt, die hässliche des Schlosslebens. Und in den schönen repräsentativen Bereichen war das schöne, formelle Hofleben, wie man es auch aus dem Film kennt. Und zu diesem Hofleben gehören auch Mätressen. 5 hat Karl Eugen im Schnitt gleichzeitig, neben seiner Ehefrau. Und entsprechend viel hat Musiker Schubert zu tun, ihnen das Cembalo-Spielen beizubringen. Meine Damen, meine Herren, Franziska von Leutrum. Bravo! Bravo! Franziska von Leutrum, geborene Bernardin. Der Herzog ist ihr ganz besonders zugetan. Sie ist verheiratet, aber für einen Herrscher von Gottes Gnaden ist das kein Hindernis. Ein absolutistischer Fürst hat eben absolute Macht. Voran, kommen Sie doch. Nicht so schüchtern. Das ist der geniale Pfarrer und Erfinder Philipp Matthäus Hahn. Ich habe eine Uhr in Auftrag gegeben, die alles in den Schatten stellen wird. Und er hier wird sie für uns bauen. Eine Weltmaschine. Eigentlich sind es sogar 2. Denn wir streiten ja noch. Hat die Bibel recht? Oder unsere Astronomen? Seht her. Einmal steht die Sonne im Mittelpunkt des Universums, einmal die Erde. Ist das nicht großartig? Beide Weltbilder in einer Maschine. So kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Eure Meinung kenne ich schon. Die Sonne ist das Zentrum, so wie ihr seid. Oder wäre es euch lieber, die Erde wäre eine Scheibe? Dann könntet ihr eure unliebsamen Untertanen einfach
über den Rand stoßen. So oder so, mein lieber Schubert. Ohne mich fallt ihr ins Nichts. Das ist sie, die Ludwigsburger Weltmaschine. Heute steht sie hier im Landesmuseum Württemberg. Was für eine beeindruckende Konstruktion. Früher bewegte sich hier jedes einzelne Teil. Und das Uhrwerk sorgte nicht nur dafür, dass die Zeit sekundengenau angezeigt wurde, es bewegte auch diese beiden Weltbilder. Hier ist die Erde der Mittelpunkt des Universums. Sonne, Mond, Sterne, alles dreht sich um sie herum. So steht es in der Bibel. In diesem Weltbild dagegen ist die Sonne das Zentrum des Universums, so wie es die Wissenschaft beschrieben hat. Der Konstrukteur der Maschine, Philipp Matthäus Hahn, war übrigens weder Mechaniker noch Astronom, sondern Pfarrer. Ein Pfarrer von der Schwäbischen Alb, in dem heute so mancher den Urvater der schwäbischen Tüftler und Erfinder sieht. Karl Eugen nannte ihn voller Bewunderung den Uhrmacher Gottes. Die Schwäbische Alb wird in der Folgezeit zur Heimat der Tüftler und bekannt für ihre feinmechanische Handwerkstradition. Gebaut werden dort neben Sonnenuhren auch astronomische Uhren, Wagen und Rechenmaschinen. Feinste mechanische Geräte aus hunderten handgefertigten Einzelteilen. Pfarrer Hahns Weltmaschine gilt als Geniestreich. Dabei war Hahn hin und her gerissen zwischen den beiden Weltbildern, dem der Kirche und dem der aufkommenden Wissenschaft. Denn die Erkenntnis, dass die Erde um die Sonne kreist und eben nicht im Mittelpunkt des Universums steht, die war ziemlich neu. Dass die Erde nur ein Planet unter vielen ist und damit nicht im Zentrum der Schöpfung steht, widerspricht dem Weltbild der katholischen Kirche. Der Erste, der erkennt, dass die Erde um die Sonne kreist, ist Nikolaus Kopernikus. In Kirchenkreisen löst er damit heftige Empörung aus. Seine Schriften werden kurzerhand verboten. Johannes Kepler aus Weil der Stadt forscht dennoch weiter und findet heraus, dass die Planeten nicht auf Kreisbahnen, sondern auf Ellipsen um die Sonne ziehen. Auch der Italiener Galileo Galilei ist von Kopernikus' Theorie überzeugt. Doch die Inquisition zwingt ihn zu widerrufen. Und sie bewegt sich doch. Ob dieser Satz nun Legende ist oder nicht, Kopernikus, Kepler und Galilei waren sicher die Wegbereiter der Aufklärung. Sie haben den Menschen gezeigt, dass sie ihren Verstand benutzen können. Das klingt für uns heute ganz logisch, war damals aber revolutionär. Denn bisher bestimmten Fürsten und Kirche, was die Menschen zu denken hatten. Jetzt sollte stattdessen das Licht der Vernunft leuchten. Die Fürsten waren erstmal begeistert von dieser neuen Idee und wurden zu Förderern des neuen Zeitgeistes, vor allem von Wissenschaft und Forschung. Der Kurfürst von der Pfalz lässt im Schwetzinger Schlossgarten eine Moschee errichten, als Zeichen der Weltoffenheit und aus Interesse an fremden Kulturen. Sie ist allerdings nur als schmuckes Symbol gedacht, eine weitere Attraktion im kurfürstlichen Prachtanwesen. Karl, der Markgraf von Baden, wirbt für den Aufbau der Residenzstadt Karlsruhe neue Bürger an, mit einem Privilegienbrief. Wer sich hier ansiedelt, so garantiert er im Jahr 1715, den erwartet Religionsfreiheit. Er profitiert von Steuervergünstigungen und bekommt Zuschüsse für den Häuserbau. Einige Fürsten öffnen ihre Hofbibliotheken für die Bürger. Sie sollen Zugang zu Bildung bekommen. Ein Anfang, immerhin. Noch gelten dem Großteil der Untertanen Bibel, Gebetsbuch und Katechismus als ausreichende Lektüre. Auch die ganzjährige Schulpflicht wird nun konsequenter durchgesetzt. Eingeführt war sie schon lange. Aber die Menschen auf dem Land waren nur schwer davon zu überzeugen, ihre Kinder auch im Sommer in die Schule und nicht aufs Feld zu schicken. Dass die Qualität der Bildung verbessert werden muss, diesem Gedanken schließt sich auch Karl Eugen in Württemberg an. In seinem Schloss Solitude gründet er die Hohe Karlsschule.
Die Schüler werden hier zu Offizieren, Beamten und Ärzten ausgebildet. Allerdings entscheidet allein der Herzog, wer was wird. Widerspruch ist zwecklos. Unruhestifter behält der aufgeklärte Absolutist immer im Auge. Das fällt ihm nicht besonders schwer, denn die Schule liegt nur wenige Kilometer entfernt von seinem Schloss, Ludwigsburg. Hier unterrichtet Schubart nun schon im vierten Jahr. Frau von Leutrum. Jetzt wieder von Bernardin. Ich bin bereits geschieden. Ah ja, ich vergaß. Der Herzog hat euch ja freigekauft. Wie viel wart ihr ihm denn wert? 5000 Gulden? 6000. Hübsches Sümmchen. Für so ein stattliches Frauenzimmer. Aber macht's euch denn gar nichts aus, dass auch Mädchen aus dem Volk für die Amoren des Herzogs herhalten müssen? Gleich einem Stutzer, balsamiert, ließ nun der Geißbock hochfrisiert sich meckernd allzu hören. Nimm hin die Kunst zum Zeitvertreib. Der Witwe Kind, des armen Weib, hochfürstlich zu entehren. Mäh. So muss ich das anhören. Schubart hat es übertrieben. Er muss gehen. Karl Eugen verweist ihn des Landes. Württemberg im 18. Jahrhundert. So ausschweifend der Prunk am Ludwigsburger Hof, so einfach, oft elend ist das Leben der Untertanen auf dem Land. Vor allem dort, wo die Böden für die Landwirtschaft wenig hergeben. Die Bauern müssen immer höhere Abgaben zahlen, um das höfische Leben zu finanzieren. Und die Bevölkerung wächst. Was dem Einzelnen bleibt, reicht so oft kaum zum Überleben. Immer mehr Menschen fehlt selbst das Dach über dem Kopf. Sie ziehen bettelnd durchs Land, in der Hoffnung, etwas Essbares für sich und ihre Kinder aufzutreiben. Aus der Not heraus werden viele von ihnen zu Räubern. Am meisten gefürchtet im südwestdeutschen Raum ist der Räuberhauptmann Hannikel mit bürgerlichem Namen Jakob Reinhardt. Bis zu 35 Mitglieder zählt seine Bande, darunter auch Frauen und Kinder. Und? Hat es gelohnt? Allerdings. Aber wir mussten was klettern. Die Wohnstube von dem Pfarrer war sehr hoch. Der Dulli ist hoch, aber dann kamen plötzlich Leute und ich habe denen dann ordentlich was um die Ohren gegeben. Musste das wieder sein? Käthe, es musste sein. Mit dem ist gut, Leute abschrecken. Ja, und wenn es drauf ankommt, machst du ein großes Loch. Ach, Käthe. Schau doch mal. Naja. Ja, wie bei feinen Leuten. Die sind uns auf den Fersen. Los, mach das Feuer aus. Packt alles zusammen. Wir dürfen keine Spuren hinterlassen. Los, Beeilung, Leute. Schnell, schnell. Die Waldgebiete des Südwestens sind im 18. Jahrhundert ein Eldorado für Räuberbanden.
Gute Verstecke gibt es genug. Und werden die Räuber doch einmal entdeckt, können sie sich schnell über die Grenze ins nahe Ausland absetzen. Der Südwesten besteht damals aus unzähligen Reichsstädten, Bistümern, Fürsten- und Klosterstaaten. Und jede Herrschaft hat ihre eigene Gerichtsbarkeit. Für die Räuber ist die Kleinstaaterei ein Paradies. Denn ihre Verfolger müssen an den Grenzen kehrt machen. Einer dieser Verfolger ist der Oberamtmann Jakob Georg Schäffer in Sulz am Neckar. Grenzen hin oder her. Schäffer will das Land von Räubern befreien. Hier. 136 Einbrüche hast du auf deinem Kerbholz. Raub, Diebstähle. Über 3000 Gulden hast du gestohlen. Wenn du nicht hängen willst, mach endlich dein Maul auf! Wartet! Aber ich kann nichts dafür. Ich hab nichts lernen dürfen. Der Bauer hat mich rausgeschmissen. Ich hab gebettelt. Und dann habe ich die anderen kennengelernt. Von was muss der Mensch doch leben? Wenn du am Leben bleiben willst, dann musst du mir alle Gauner nennen, die du kennst. Und wo ihr euch versteckt. Und wer euch hilft, die Beute zu verkaufen. Und alles, was du über den Hannickel wollst. Hier im Kriminalmuseum in Rothenburg ob der Tauber wird die Geschichte der Verbrecherjagd gezeigt. Hallo, Herr Dr. Hirte. Hallo, Frau Ganschow. Beeindruckende Ausstellung haben Sie hier. Ja, wir sind Deutschlands größtes Rechtskundemuseum mit allein 2000 Exponaten in der Präsenzausstellung. Hier in Rothenburg gibt es alles zu sehen, was in den vergangenen 1000 Jahren in Sachen Recht und Gesetz von Bedeutung war. Mittelalterliche Folterinstrumente. Aus heutiger Sicht eher erheiternde Geräte zum Vollzug von Ehrenstrafen und Dokumente berühmter Kriminalfälle, berüchtigter Verbrecher. Und obwohl die Verhöre und Strafen grausam waren, nichts konnte die Räuber abschrecken. Aber zuerst musste man sie ja zu fassen bekommen. Inwiefern hat denn Schäffer die Verfolgung von Kriminellen verändert? Nun, Schäffer war einer der ersten gewesen, der konkretere Personenbeschreibungen in Wort und Bild festgehalten hat, wie etwa in solchen Steckbriefen und Fahndungsblättern, und konnte so eine Gauner- und Diebesliste anlegen. Mit so einem Flugblatt-Steckbrief war es deutlich einfacher, die Identität eines Räubers festzustellen, denn bislang hörte ja die Zuständigkeit der Häscher an der Landesgrenze auf. Aber schon ein ganz schön aufklärerischer Ansatz, oder? Ja, Schäffer war in vielerlei Hinsicht ein Aufklärer gewesen. Er bezog in seine Entscheidungen immer auch den familiären Hintergrund eines Täters mit ein. Und Schäffer war schlau gewesen. Aus einigen Räubern, die ihm ins Netz gegangen sind, hat er Hilfspolizisten gemacht. Hatschiere, heute würden wir vielleicht sagen verdeckte Ermittler. Die gaben ihm Informationen über andere Räuber und konnten dadurch ihre Strafe mildern. Die Methoden waren also schon ganz schön aufgeklärt, die Strafen dagegen noch ganz schön martialisch. Sie waren martialisch und zum Teil auch skurril. Wenn wir uns diese Schandmaske anschauen mit der langen Zunge, die derjenige verpasst bekam, der es mit dem Lästern übertrieben hat, das war dann schon weniger eine Ehrenstrafe, dann vielmehr eine körperliche Strafe aufgrund des Gewichts. Bis zu 20 Kilo wogen solche Schandmasken. Tagelang mussten die Verurteilten damit am Pranger stehen und waren Spott, Schimpf und Schande der Passanten ausgesetzt. Mit der Aufklärung setzte sich dann die Erkenntnis durch, dass mit abschreckenden Strafen allein dem Verbrechen nicht Herr zu werden ist. Und man befürchtete überdies, dass durch dieses öffentliche Zurschaustellen von Schmerzen und von Qualen die Gesellschaft weiter verrohte, weshalb man nach und nach diese grausamen Strafen nicht mehr anwandte. Solche Halsgeigen mussten bald kaum noch getragen werden, weil Ehrenstrafen immer weniger verhängt wurden. Die Todesstrafe dagegen hielt sich hartnäckig. Sogar Leichen wurden öffentlich in Käfigen zur Schau gestellt. So auch im Fall Josef Süß Oppenheimer, heute bekannt als Jud Süß. Die Geschichte des jüdischen Finanzmannes ist in einer Art auffaltbarem Comic überliefert. Oppenheimer arbeitete als Hoffaktor beim Vater Karl Eugens. Er schaffte das Geld für den Herzog herbei
und verdiente selbst nicht schlecht dabei. Doch als der Herzog überraschend starb, wurde Oppenheimer verhaftet. Jetzt lastete man ihm die Verschwendungssucht des Verstorbenen an und verurteilte ihn zum Tode. 6 Jahre lang wurde sein Leichnam öffentlich zur Schau gestellt, als Warnung für jeden zukünftigen Hoffaktor. Über 30 Jahre sind seitdem vergangen. Lange hatte sich Karl Eugen gegen die offizielle Ernennung eines Hoffaktoren gesperrt. Bis jetzt. Wir hatten beim Theater weniger Aufführungen. Bei der letzten Fasanenjagd hatten wir weniger Gäste. Wo sollen wir denn noch Geld einsparen? Sparen, immer sparen. Hören Sie mir damit auf. Aber wir haben jemanden gefunden. Genau die richtige Person. Sie stammt aus einer alteingesessenen Hoffaktorenfamilie. Bitte. Und ich habe mir erlaubt, Sie gleich hierher zu bestellen. Sie? Eine Frau? Ja, Eure Hoheit. Aber sie hat die besten Referenzen. Schon ihr Herr Vater war Hofjude im Hause des Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen. Und wenn Sie es wünschen, werde ich ihr sämtliche Bücher zeigen. Warum sollte ich einer Frau meine Geschäfte überlassen? Eure Hoheit, weil sie das Geschäft versteht. Und weil sie Beziehungen hat, die Gold wert sind. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, aber die finanzielle Situation ist ziemlich verfahren. Madame Kaula? Eure Hoheit? So sehe ich das. Ist eure einzige Rettung. Was war da los? Ein Absolutist mit Geldsorgen? Ging das überhaupt? In Württemberg schon. Hier gab es nämlich die traditionell mächtigen Landstände. Die hatten mitzubestimmen, wenn es um Steuern ging. Und in dieser Hinsicht war Karl Eugen schier unersättlich. Er ließ allein 412 Sondersteuern erheben, um seinen unbegrenzten Luxus zu finanzieren. Womit er nicht rechnete, dass seine Landstände deswegen gegen ihn vor Gericht zogen. Das hier ist der Original-Urteilsspruch aus dem Jahre 1770, der heute im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart aufbewahrt wird. Das Urteil ist für die damalige Zeit geradezu ungeheuerlich, denn die Landstände haben den Prozess gegen ihren Herzog gewonnen. Karl Eugen durfte ab jetzt keine eigenen Steuern mehr erheben. Der Absolutist musste nun also sparen. Diese Landstände, die wollen mich ruinieren. Bleiben wir bei den Tatsachen. An jährlichen Ausgaben haben wir das Theater, die Oper, Walpurgisnächte, Hetzjagden, Schäferspiele, venezianische Damen und Mätressen. Eine Mätresse, es ist nur noch eine. An jährlichen Einnahmen haben wir 500.000 Gulden. Hier. Davon muss einiges zurückgezahlt werden. Die erzwungenen Vorschüsse, zu Unrecht erhobene Steuern, dazu kommen die Schulden. Bei den Einnahmen fehlt meine herzoglich echte Porzellanfabrik. Ich musste sie bei den Ausgaben verbuchen. Ich versuche doch damit zu sparen. Aber sie wirft nichts ab. Warum Karl Eugens herzoglich echte Porzellanfabrik nichts abwarf, das ist heute kein Rätsel mehr. Porzellan war im 18. Jahrhundert ein Luxusartikel. Man nannte es auch das weiße Gold. So etwas konnte sich im Grunde nur der Adel leisten. Besonders wertvoll wurden die Stücke natürlich durch die feine Bemalung. Alles Handarbeit, immer noch. Einer der Porzellanmaler in der Schlossmanufaktur Ludwigsburg ist Harald Schweitzer. Die Rohmaterialien für seine Arbeit kommen aus aller Welt. Heute kein Problem, damals schon.
War Ludwigsburg denn überhaupt ein geeigneter Standort für so eine Manufaktur? Also der Standort in Ludwigsburg war äußerst schlecht, muss man sagen, weil wir einfach keine Porzellangegend sind. Das heißt, die Rohmaterialien wie das Kaolin musste aus Passau extra hergekarrt werden. Das waren Wege durch verschiedene Staaten, Stadtstaaten sozusagen, wo man dann immer wieder Zölle zahlen musste. Hat sich dadurch bis zu 300% verteuert. Und die Konkurrenz war groß? Die Konkurrenz war groß, ja. Wir waren eine der letzten Manufakturen. Es hat ja mit Meißen angefangen. Dann kamen die ganzen anderen, Nymphenburg, Wien und eben 1758 Ludwigsburg. Herr Schweizer, heute wird das Porzellan verkauft. Wie war das zu Karl Eugens Zeiten? Zu Karl Eugens Zeiten war es schon anders. Also es war einfach, man hatte eine Manufaktur als Prestigeobjekt. Man wollte zeigen, Glanz und Gloria sozusagen, ja, eigene Manufaktur als Herzog, als König. Und man hat es hauptsächlich eigentlich als Geschenke benutzt und weniger, um es jetzt zu verkaufen. So, das Ballett, das Orchester, das französische Schauspiel müssen wir reduzieren, drastisch. Und die Hofhaltung, die muss bescheidener werden. Aber all das reicht nicht. Wir brauchen mehr Einnahmen. Ihr könntet wieder Landeskinder als Soldaten verkaufen. England führt doch gerade Krieg. Die brauchen sicher welche. Das Volk wird mich dafür hassen. Es rechnet sich. Der Handel mit Soldaten ist eine allgemein übliche Finanzpraxis deutscher Fürsten im 18. Jahrhundert. Wird das Geld knapp, pressen sie ihre männlichen Untertanen mit Gewalt in den Militärdienst, um sie dann als Soldaten ins Ausland zu verkaufen. Die Bevölkerung schaut dem schrecklichen Treiben ohnmächtig zu. Widerstand dagegen regt sich in der langsam entstehenden bürgerlichen Opposition, zu der auch Schubart gehört. Nach dem Landesverweis hat es den Freigeist nach Ulm verschlagen, wo er sich als Publizist betätigt. Mit Vorliebe im Wirtshaus. Ja, wie weit sind wir? 2-3 Artikel noch, dann passt's. Die Zeitschrift, die Schubart herausgibt, dürfte den Mächtigen kaum gefallen haben. Schonungslos prangert er darin Fürstenwillkür und andere Missstände an. Was ist denn mit euch los? Wir sind aus dem Bayerischen. Waren 2 Tage auf den Beinen. Wollt ihr bis trinken? Komm, hockt euch noch. 2 Schoppen für die beiden und noch 1 für mich. Jetzt. Erzählt. Am Sonntag. Da kamen Soldaten in unser Dorf. Die haben einfach die Kirche umstellt und alle rausgeholt, die eine Uniform tragen können. Die wollten uns zwingen in die Armee. Uns verschicken. Nach England. Wir haben uns über die Grenze gerettet. Das ist doch furchtbar! Wenn Menschen, wenn unsere Mitbürger als Schlachtopfer in fremde Welten verschickt werden. Umschreib. Der Kurfürst von Bayern gibt 4000 Mann. Langsam. In englischen Sold. Englischen Sold. Der Landgraf von Hessen-Kassel. 12.000 tapfere Hessen. Die größtenteils in Amerika ihr Grab finden werden. Karl Eugen fängt jetzt auch wieder damit an. Weiß man wie viele? An die 3.000 habe ich gehört. Aber ob das so stimmt? Da wird schon was Wahres drin sein. Schreib auf! Man sagt, der Herzog von Württemberg soll 3.000 Mann an England überlassen. Ausrufungszeichen. 3 Ausrufungszeichen. Bis zu 20.000 Leser soll die Deutsche Chronik gehabt haben. Zwar war die Auflage viel geringer, aber die Zeitungen gingen natürlich durch viele Hände. Das waren keine langweiligen Lokalblätter. Das hier war mutiger politischer Enthüllungsjournalismus. Und Schubart nahm auch wirklich kein Blatt vor den Mund. Alle unsere Zeitungen sind nichts anders als wiedergekäute Gewäsche von Alltagsgeschichten und Lobsprüchen auf Regenten,
die wir nicht einmal kennen. Den Zeitungsschreiber möchte ich sehen, der vors Publikum hintrete und mit Gewitterberedsamkeit spreche. Dieser Fürst legt seinen Untertanen die unerträglichsten Lasten auf. Es klirren die Fesseln des schrecklichsten Despotismus. So schnell, so schnell. Des schrecklichsten Despotismus. Besuch aus Württemberg. Grüß Gott, Herr Oberamtmann. Wer schickt euch? Der Herzog. Wünscht der Bericht, was ich hier so treibe? Der soll sich lieber um seine Franziska kümmern. Seine Donna Schmergalina. Hallo Fürstglanz ist nicht mehr als das Glimmen einer Lichtputze. Es glimmt und stinkt. Soll ich das auch mitschreiben? Untersteh dich, du. Ich will doch nicht im Kerker landen. Donna Schmergalina hatte Schubert die herzogliche Mätresse genannt. Und das, wo doch jeder im Land wusste, dass das Wort Schmergeln aus dem Ulmer Dialekt kam und so viel bedeutete wie nach ranzigem Fett riechen. Diese Provokation konnte Karl Eugen nicht dulden und er ließ prompt einen Haftbefehl. Der liegt heute im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart und darin heißt es: Dieser Mann hat es in der Unverschämtheit so weit gebracht, dass fast kein gekröntes Haupt und kein Fürst auf dem Erdboden ist, so nicht von ihm auf das Freventlichste angetastet worden. Mit einer List ließ Karl Eugen seinen ehemaligen Musikdirektor auf württembergisches Territorium locken und festnehmen. Du Lump! Du Segelo! Hierher wurde der Unruhestifter gebracht, auf die Festung Hohenasberg. Der Asberg ist nur 90 Meter hoch. Dennoch nennt ihn der Volksmund den höchsten Berg Württembergs. Es dauert nur wenige Minuten hinauf, aber es kann Jahre dauern, wieder hinunterzukommen. Schubert sitzt 10 Jahre dort, ohne Anklage, ohne Gerichtsverfahren, ohne Urteil. So soll sie ausgesehen haben, die Zelle von Schubert. Die eigentliche befand sich direkt hier unten drunter, ist mittlerweile jedoch eingestürzt. Die ersten 377 Tage verbrachte Schubert hier unter unmenschlichen Bedingungen. Nicht einmal die Wärter durften mit ihm sprechen. Isolationshaft würden wir das heute nennen. Der Herzog wollte Schubert ein für alle Mal zum Schweigen bringen. Räuberjäger Schäffer will seine Gefangenen zum Reden bringen. Um seine Steckbriefe zu vervollständigen, nutzt er jedes Verhör. Wer war noch in Hannigels Bande? Der kleine Kalmani, ein Bruder von der Gacklichen. Der macht Schuhnägel aus Holz. Alter? So wie ihr, aber dicker und nicht so groß. Und sonst? Woran erkennt man ihn? Er hat schwarze Haare, braune Augen. Und er hat immer einen weißen Kittel an. Und die Mariana, seine Frau, die war auch dabei. Das ist ein Weibsbild. Da wird einem ganz anders. Schäffer gilt heute als erster moderner Kriminalist Württembergs. In jahrelanger Kleinstarbeit erstellte er die sogenannte Sulzer Liste. 666 Steckbriefe von zur Fahndung ausgeschriebenen Gaunern und Dieben. Und hier ist auch das amtliche Dokument zur Ergreifung des Erzjauners Hannickel. 6 Schuh groß, von Gesicht schwarz-braun und dessen Haare und Augen schwarz. Galgen und Rad für ihn noch eine allzu gelinde Strafe. In seiner Hofdruckerei ließ Karl Eugen die Sulzer Liste vervielfältigen und mit der Bitte um Amtshilfe an die umliegenden Fürsten verschicken. Der Beginn der überregionalen Strafverfolgung und das Ende von Hannickels ungewöhnlich langer Räuberkarriere. Mehr als 20 Jahre ist es dem berüchtigten Räuber gelungen, seine Verfolger an der Nase herumzuführen und ihnen zu entwischen. Doch diesmal ist alles anders.
Bis in die Schweiz ist er geflohen. Doch selbst hier scheint ihn plötzlich jeder zu erkennen. Anneke! Hier! Was wollt ihr von mir? Ich bin Jäger. 6 Schuhe groß, braune Haare, von wegen Jäger. Du bist Hannikel. Schäffers Steckbrief bringt den Räuberhauptmann zur Strecke. Hannikel wird gehängt vor tausenden Schaulustigen. Zur Abschreckung. Selbst aus dem Gefängnis heraus schießt der Musiker Schubart unbeeindruckt weiter seine Giftpfeile gegen den Württemberger Hof. Da liegen sie, die stolzen Fürstentrümmer, ehemals die Götzen unserer Welt. Ehemals Götzen? Die Götzen unserer Welt. Gut. Die alten Särge leuchten in der dunklen Verwesungsgruft wie faules Holz, wie matt die großen Silberschilde funkeln. Der Fürsten letzter Stolz. In seinem Gedicht Die Fürstengruft prophezeit Schubart den Untergang der absolutistischen Herrschaft. Es wird aus dem Gefängnis geschmuggelt und verbreitet sich über das ganze Land. Bald sorgt sein Schicksal für heftige Empörung. Karl Eugen hat das Gegenteil erreicht von dem, was er wollte. Anstatt Schubart mundtot zu machen, wird seine Stimme lauter denn je. Die ständige Verlängerung seiner Haft tut ihr Übriges. Das Volk ist kurz davor aufzubegehren. Der Ruf nach Freiheit wird immer lauter. Als er nach 10 Jahren freikommt, ist Schubart durch die lange Kerkerhaft so geschwächt, dass er nur wenige Jahre später stirbt. Der talentierte Musiker und Dichter, der mutige Journalist, Herausgeber der Deutschen Chronik und bekanntester politischer Gefangener des Hohen Asperg. Sein Grab auf dem Stuttgarter Hoppenlaufriedhof ist heute fast vergessen. Karl Eugen will nicht wahrhaben, dass es nicht der rebellische Untertan Schubart war, der ihm letztlich den Ruf ruinierte, sondern dass die Tage der absolutistischen Herrschaft gezählt sind. Er ist hin und her gerissen zwischen Tradition und Moderne, zwischen Begeisterung für die Ideen der Aufklärung und tiefer Enttäuschung über ihre politischen Folgen. Im Schloss Ludwigsburg, dem Ort, den er prägte wie kein zweiter, liegt der Herzog von Württemberg begraben. Madame Kaula, die dem klammen Karl Eugen als Hoffaktorin neue Einnahmen beschert hat, macht noch eine steile Karriere. Sie gründet die erste württembergische Bank, die einmal in der Deutschen Bank aufgehen wird. Im späten 18. Jahrhundert gilt sie als reichste Frau Deutschlands. Das 18. Jahrhundert war die Zeit der Verschwendung, des Luxus, der prachtvollen Höfe. Aber es war auch die Zeit der aufblühenden Wissenschaften und die der Freigeister, die sich zu Wort meldeten und die herrschende Ordnung ins Visier nahmen. Sie stellten in Frage, was jahrhundertelang galt. Und sie forderten die Menschen dazu auf, ihren eigenen Kopf zu gebrauchen und sich die Welt danach einzurichten. Keine schlechte Idee.